Es gelang uns, das Schiff zweimal leicht zu rammen. Daraufhin erhöhte die President Warfield die Geschwindigkeit. Gleichzeitig stürmte ihre Mannschaft mit Eisenstangen an Deck, mit denen sie zu verhindern suchten, dass wir das Schiff entern konnten. Um 4.30 Uhr gelang es uns dennoch, das Schiff zu entern. Wir wurden mit Wurfgeschossen aus Dosen, Kartoffeln und Brettern sowie Schrauben angegriffen. Einige unserer Männer wurden verletzt. Dann gab Captain De Courcy Island den Befehl, Schusswaffen einzusetzen. 18. Juli, 6.30 Uhr, an Bord der Exodus 1947. Es ist vorbei. Alles ist vorbei. Ike sitzt auf der Brücke. Er hat die Hände vors Gesicht geschlagen. Amnon blickt raus aufs Meer. Unten auf Deck laufen die britischen Soldaten mit Maschinengewehren herum. Die Menschen haben Angst, große Angst. Wir haben alles versucht. Mit allem, was wir hatten, haben wir uns gewehrt. Panik brach aus. Ike trieb uns alle an, nicht aufzugeben. Lieber tot als gefangen. Dann fielen plötzlich Schüsse. Die Menschen rannten umher, schrien. Kinder riefen nach ihren Eltern. Schwangere brachen zusammen. Amnon gab den Befehl zur Aufgabe. Ike weigerte sich, aber Amnon drohte ihm. Es war schrecklich. Wir haben 4 Tote, darunter auch William, Ikes erster Offizier, und Zvi Jakubowicz. Er war erst 15. Ich weiß nicht, wie viele verletzt sind. Vielleicht 100, vielleicht 150. Keiner weiß, was jetzt mit uns geschieht. Sie schleppen uns ab, aber wohin? Das weiß keiner.